Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anti-Material Energy. Seit dem letzten Mal ist nicht ganz so viel passiert. Steigen wir einfach mal wieder ganz locker und lässig ein. Au! Au! Verdammt! Da ist noch irgendwas Radioaktives drin, das muss man dann irgendwo noch rausnehmen. Das muss ich ja auch noch mal irgendwann umbauen. So, eine Geschichte, die vielleicht als Frage aufgekommen ist. Kommt mal das Ding weg hier. Kann ja nicht so schwer sein. So. Und zwar, wir hatten hier die Planes-Kapsel. Ne? Ich war ja sehr sparsam damit und habe noch zwei Charges übrig. Jetzt habe ich mich gefragt, wie kann man das Ding wieder aufladen? Ja, ganz einfach, indem man sich hier, gucken wir mal, F3 Planes in ein Planes-Biom stellt, das Ding auf den Boden wirft, einfach beiseite geht und sieht, da gibt es einen Partikeleffekt jetzt drunter. Und das heißt, das Ding lädt sich jetzt wieder auf. Das heißt, ich kann hier noch geh aus. Aus. Da müssen wir noch ein paar Steine drüber machen. Haben wir da zufälligerweise noch welche da? Ja, wir haben ein paar Kopfstone da. Ich hätte ja noch sogar noch welche auf der Tasche gehabt. Sehr schön. So, machen wir hier mal ein bisschen zu. Das müssen wir noch mal irgendwo anders hinbauen. So, kann weniger passieren. Okay. Okay, so, dann packen wir das mal da oben rein und dann schauen wir mal. Und das Ding hat sich jetzt wieder ein bisschen geladen, ne? Also das können wir jetzt hier in Ruhe noch ein bisschen laden lassen. Dann können wir hier großflächig ein bisschen wieder Grünfläche anlegen. Da hinten, schauen wir mal, hatte ich da noch schon Plains Biom gemacht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Außerdem ist es irgendwie falsch aufgebaut, aber egal. Da muss ich auch nochmal ran. Mach ich irgendwann mal demnächst. Weil wir werden ein paar Knöchelchen brauchen. Wobei, wir können es auch gleich machen. Haben wir noch ein bisschen Holz? Ja, wir haben noch ein bisschen Holz. Das funktioniert hier aber nicht. Ich brauche da drüben etwas. Ja, und wie gesagt, das hier müssen wir ein bisschen größer basteln. Was auch nicht das Problem ist, kriegen wir auch noch hin. Und, oh, wir haben so viel zu tun hier. Das ist unglaublich. Sollen wir jetzt damit anfangen? Nee, ich hatte eigentlich was anderes vor. Eigentlich hätte ich was anderes vor und das machen wir jetzt auch. So, und zwar, wir haben hier einen Mod drauf, der ist richtig witzig. Manche kennen den ähnlichen Mod. Richtig schauen sollte man auch. Ja, Equivalent Exchange. Genau darum wollen wir uns jetzt noch kümmern. Das ist ähnlich wie Project E. Da haben wir auch eine Questreihe, glaube ich, offen. Schau mal hier, Click to Start, Show Quests. Weiß nicht, welche das ist. Die nicht. Die da? Nein. Die hier? Nein. Da müssen wir uns auch noch drum kümmern. Alchemie. Hier. Genau. So, und wir sollen uns zuerst eine L-Doodle Base basteln. Okay, eine L-Doodle Base. Okay. Die L-Doodle Base haben wir hier. Eisen und Stein. Jetzt wollen wir mal schauen, wie viel Eisen wir haben. Da. Haben wir noch mehr Eisen? Ja, ich habe sogar noch einen am Mann, das ist gut. So, schön in den Synthesizer. Da. So, dann. Da. Jawohl. Dann haben wir 4 Stück. Eigentlich müssten wir 5 haben. Haben wir auch. Okay, naja. Ein bisschen merkwürdig manchmal. So, und dann brauchen wir Stein. Hatten wir einen. Brauchen wir noch ein paar. Ja, Wahnsinn, ich habe da anscheinend schon mal was vorbereitet. Huhu, cool. So, dann machen wir uns mal einen L-Doodle Base. Und wir haben zu wenig Eisen. Eisen. Mann. Echt, wir haben zu wenig Eisen. Verdammt. Haben wir. Und ich kann in den Decomposer momentan nicht reinschauen, weil da irgendwas drin ist. Was radioaktiv ist, weil ich ja mal Lava durchlaufen lassen musste. Vielleicht können wir das einfach mal hier. Das ist falsch. Gold können wir rausnehmen. Kupfer, Nickel, Chlor, Eisen. 3 Stück, Wahnsinn, super. Wir hatten aber noch was anderes mit Eisen. Da habe ich das. Oh Mann, meine Herzchen sehen auch nicht gut aus. Abwarten, bis ich wieder halbwegs gesund bin. Hatte ich nicht noch irgendwo Eisen abgelegt, zufälligerweise? Na, guck mal da. Hätte ich mir den Blick da rein sparen können. Apropos Blick. Ich blicke gerade auf meine Gesundheitsanzeige und hau mir da einfach nochmal
ein bisschen was zu essen rein, dass die wieder nach oben wandert. So, jetzt haben wir es. Jetzt können wir uns die Aldudel Base basteln. Jawohl, haben wir. Sehr gut. Und die stellen wir uns da hinten einfach mal hin. Schwupp. Oh, hoffentlich hat er es jetzt gezählt, dass ich sie gebastelt habe. Ja, hat er. So. Weil wir kriegen dazu nämlich noch eine Glasbell. Und die Glasbell müssen wir dann oben drauf setzen. Jawohl. Und jetzt haben wir hier einen fertigen Aldudel. Supi. Und was kann man damit machen? Ja, wenn man da Rezepte schaut. Okay. Nicht unbedingt das, was man sich gedacht hat. Hier. Man kann hier verschiedene Sachen basteln. Zum Beispiel Azur Dust und Moment, Minium Dust und dann kann man sich noch Alchemical Coal basteln und noch mehr Alchemical Coal und dann kann man noch Möbius Fuel machen und ja, und später irgendwann mal eine Alchemical Chest in verschiedenen Farben und in Rot. Blood Moon is Rising, okay, und dann können wir uns noch ein Minium Stone basteln, das wird aber alles seine Zeit lang dauern und wir können uns ein Tome of Alchemical Knowledge basteln. Das klingt doch schon mal alles richtig positiv. Hoffen wir mal, dass wir es alles zusammenkriegen. So. Dann, das nächste dazu wäre EMC Charcoal Alchemical Coal. And to be converted into Burn Able Fuel. So, haben wir irgendwie Charcoal da? Wir gucken also erstmal aufs Rezept. 2, 3. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen Verdant Dust oder irgendwas anderes in der Richtung. Da brauchen wir ein bisschen was. Ja, fangen wir mal mit dem Dust an. So, der Dust wird nämlich folgendermaßen hergestellt. Was soll ich hier rausnehmen? Wir brauchen. Oder was heißt wir brauchen? Wir nehmen uns jetzt einfach mal eine Kiste. Die Kiste hat einen EMC-Wert. So, den EMC-Wert kennen wir im Moment noch nicht. Deswegen werden wir hier einfach mal die Kiste oben reinpacken und wir haben doch da ganz viele unterschiedliche Charcoal-Sorten doch da gehabt, ne? Nehmen wir nochmal die Charcoal. Ja, richtig gezählt. So, und dann packen wir mal die hier rein. Und es passiert nichts. Das ist aber doof. So, warum passiert nichts? Weil wir uns... Moment. Wir brauchen noch eine Research Station. Sowas hier. Die können wir uns auch noch basteln. Research Station. Oh, da fällt uns noch... Platz im Inventar vor allem. Platz im Inventar. Schwierige Geschichte. So. Packen wir das mal da rein. Kann man hier irgendwas ablegen? So, weg damit. Gut, dann kann man nämlich hier einmal das da basteln. Ach, wir haben hier noch Asche bekommen. Dann sollte es ja trotzdem gehen. So. Nehmen wir das da. Die Chest. Und Asche. Da, sieht man fast nicht. Funktioniert nicht. Okay, wir brauchen zuerst irgendwas davon. Okay. Da kann man uns Steine machen. Eine Tasche. Wo war es denn jetzt wieder? Bin ich jetzt blöd? Okay. Wie konnten wir uns... Stein und Asche ergibt Ash Infused Stone? Nein. Das sind wir hier schon durch. Ach komm. Wir brauchten auf jeden Fall nochmal eine Research Station. Das war doch irgendwas in der Richtung. Ist schon wieder eine Zeit lang her. So, nehmen wir uns mal das hier raus. Dann müssten wir uns doch theoretisch eine Research Station basteln können. Genau. Ja, eine Research Station. So, die stellen wir mal irgendwo da in die Nähe. Und in der Research Station können wir... Wenn ich das richtig weiß... Sachen reinlegen. Und dann fehlt uns noch was, nämlich das Buch hier. Jetzt schauen wir mal, ist das hier irgendwo noch? Ja, das ist hier noch. Okay. Mann.
War noch irgendwas, was wir gebraucht haben dafür? Ach, ich bin ja doof. Den brauchen wir natürlich auch noch dazu. Ach ja, nee, es ist doch. Wir kriegen das noch. So, das da waren noch 4 Steine. So. Und dann haben wir den Calcinator auch noch. Können wir den einfach so daneben stellen? Ich denke, das. Ach komm, mach mal einen Abstand. Ein bisschen Platz haben wir noch. Ja, hier haben wir es. So. Hier können wir nämlich dann uns die Asche herstellen. So rum war's. Okay. Dann sind wir hier nämlich an der falschen Maschine gewesen. Oh, schwierig aber auch. So, also unten stecken wir das da rein und oben stecken wir. Wo habe ich jetzt meine Kiste hin? Kiste? Da. Damit Kiste. Kiste. Kiste oben rein. So, die Kiste wird jetzt verbrannt und da müsste jetzt irgendwas EMC-mäßiges rauskommen und zwar von den 4 Sachen hier. So, und wie wir sehen, ist das Verdant Dust. Das ist also das zweite höchste. So, jetzt haben wir den Dreh wieder raus. Okay, dann machen wir uns hier mal Kisten, nochmal 4 Stück. Und ich muss endlich meine Taschen wieder leer kriegen, ich weiß. Aber während das Ding hier brennt, können wir mal ganz kurz die 4 hier reinlegen. Dann können wir ja mal das da reinlegen. Und dann können wir hier... Carbonblech haben wir da nicht drin. Eisen. Das da haben wir drin. Phosphor. Gallium, Arsenid, Chlorin. Das gehört eigentlich alles da rein. Eigentlich. Halt. Chlorin nicht. Chlorin ist ein... So, und einen Platz haben wir noch frei. Sehr gut. Chlorin ist nämlich ein Grundmaterial. So. Dann können wir mal mit dem hier. Hier. Komm, schneller. Der Tag ist kurz. Das dauert hier wieder alles. So, und hier. Dann haben wir wieder ein bisschen Holz. Dann können wir uns wieder ein paar Kisten machen. Ich brauche langsam mal irgendeinen Magneten, glaube ich. Mal schauen. Vielleicht gibt es irgend sowas. So, den haben wir. So, die anderen 3 filmen wir auch gleich noch schnell. Dann haben wir wieder Äpfel zum Essen. Auch gut. Was haben wir denn jetzt? 43. Oh, das klingt doch ganz gut. Außerdem gibt es noch eine Kleinigkeit. Schauen wir mal, ob wir einen Stack rauskriegen in etwa. In etwa ein Stack wäre, glaube ich, ganz gut. So. Was haben wir jetzt? 54, da sind wir doch fast da. Und was wir nicht vergessen dürfen, natürlich im Anschluss. Gleich wieder alles einpflanzen. 2, 3. So, und hier schön wieder einpflanzen. Und dann noch den einen Baum da vorne wegmachen und dann haben wir hoffentlich genügend Holz. Auch wenn mir langsam mal wieder meine Mettock hier kaputt geht, aber egal, für jetzt soll es hoffentlich noch reichen, oder? So. Und nachdem wir ein Buch brauchen, hätte ich gesagt, machen wir hier einfach mal einen Rundgang. So. Okay. Dann nehmen wir das Holz, legen das Holz da drumherum und sehen, wir kriegen gleich Kisten raus, 32 Stück. Und die 32 Kisten legen wir da rein und lassen sie einfach mal ein bisschen braten. So, haben wir schon irgendwas erledigt? Nein. So, und die Alchemical Coal war, da müssen wir jetzt nochmal gucken, Alchemical Coal war 32 von dem Verdant Dust. Puh, 32. Da brauchen wir ja 32 Kisten. Naja, gut, wir sind auf einem guten Weg. Und die Alchemical Bag ist eigentlich sehr witzig. Hat einen großen Vorteil. Und zwar wird laut... Ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe oder gehört habe, ist ja egal. Wird der Inhalt der Tasche in einer anderen Dimension gespeichert. Das heißt,
Wenn man stirbt, geht der Inhalt nicht verloren. Dann muss ich nur noch mal so eine Tasche craften. Und dann hat man da einen, ja, einen Vorteil davon. So, da brauchen wir noch ein Buch. Das können wir. Oh, ein Minium Dust. Da brauchen wir da noch irgendwas, was wir da noch zum Minium Dust machen können. 4 Azur. Puh, da haben wir aber einiges zu tun. Da müssen wir aber einiges durchbraten. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich hier irgendwas habe, was entsprechend hohen EMC-Wert hat. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Holz. Na gut, okay. Das dürfte nicht genug sein. Außerdem, schauen wir mal, da draußen liegt noch unser... Jawohl. Jetzt haben wir es. Jetzt ist die Kapsel auch wieder voll. Jawohl, wunderbar. Dann packen wir die Klammer weg. Jo. So, das haben wir. Wie sieht es denn da hinten an der Front aus? Sieht gut aus, wird langsam. Was brauchten wir eigentlich als nächstes? Also wir brauchten die Alchemical Coal. Das waren, schon wieder vergessen, wie viel waren das? 32, boah. 32 und natürlich einmal Kohle. Ja, das war Charcoal. Das ist Charcoal. Da haben wir nichts drin. Da haben wir auch nichts drin. Mann, Holz geht wieder weg hier wie warme Semmeln. So, nee, da haben wir nichts drin. Nö, keine Menge an Holz. Schade eigentlich. Na gut. Und da haben wir auch bloß noch jede Menge komische Charcoal, die wir auch nochmal verarbeiten müssen. Ach ja, da müssen wir auf das Holz ein bisschen warten. Ich will dir nicht die Bude zerlegen, deswegen. Nee, will ich nicht. Nein. So, wie sieht's aus? Nochmal 6. Wir könnten einfach mal... Tja, dann haben wir mal wieder ein bisschen Brennmaterial. Brennmaterial und einmal was zum Brennen. Dann können wir uns Charcoal machen. So, da haben wir jetzt dann schon 22 plus 15 macht 37. Naja, wird langsam. 37. So, und die Charcoal müssen wir dann da hinten. Dahin. Irgendwas zum Brennen. Die da ist, glaube ich, ganz gut. Hoffentlich geht es nicht gleich los. Nein, geht noch nicht los. Gut. Und dann schauen wir hier nochmal nach Rezepten. Genau. Wir brauchen hier einmal Kohl. Echt Kohl. Hoffentlich brauchen wir keine richtige Kohle. Dann hätten wir nämlich ein wenig ein Problem. Da hätten wir ein wenig ein Problem. Nein, hätten wir nicht. Wir könnten uns Kohle herstellen. Eben. Wir können uns ja richtige Kohle herstellen. Das müsste ja hier gehen. Schauen wir noch mal ganz kurz nach. Kohl. Nö. So geht's. Hier geht's noch nicht. Okay, dann müssen wir es halt anders machen. So, Kohl. Normales Stück Kohle wird hergestellt. Na, komm. 8 Stück ergibt einmal Kohle. Gut. So. Nein, 8 Stück. So, jetzt. Dann haben wir hier normale Kohle. Ist ja wurscht. Können wir ja machen, wie wir wollen. So, normale Kohle da rein. Fertig. Zumindest so weit, dass ich hier mal loslegen kann. Weil dann haben wir nämlich für heute auch schon wieder was geschafft. Ah, sehr schön. Sehr schön. Das funktioniert ja. Tada! Und wir haben unsere Alchemical Coal. Cool. So, und mit der Alchemical Coal kriegen wir nochmal Alchemical Coal, Verdant Dust und Ash. Alles klar. So, und das nächste, was wir uns machen müssen, ist dann quasi dieses Book of Secrets. Den Tome of Alchemical Knowledge. Das Rezept hatten wir gerade schon gesehen. Hier, das ist ein Buch, Minium Dust, den wir nicht haben. Minium Dust, ja. Das ist der größte mit 4. Oh Mann, da brauchen wir noch ein bisschen das. Aber die Kohle hier, die müsste, glaube ich, einen relativ hohen EMC-Wert haben, dachte ich.
Wir probieren es einfach mal mit einer. So, legen wir die mal da oben rein und legen wir einmal Charcoal unten rein zum Brennen. Schauen wir mal, wie viel die hat. Ein bisschen tun wir es nämlich nicht. Noch nicht. Wir werden aber hoffentlich bald das Buch haben, mit dem wir das dann erzeugen können. Na, verdammt, war zu wenig. Ergibt nur Asche. Hm. Haben wir noch irgendwas, was hier entsprechend hohen EMC-Wert haben müsste? Irgendwas? Egal was. Hm. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ne. Tja, die Energy Conduits. Oder die hier. Ist ehrlich gesagt ein bisschen böse, wenn wir das machen, aber zum Probieren nehmen wir mal. Wir gönnen uns mal den Spaß und nehmen mal einen von diesen Energy Conduits. Mal gucken, wie viel das ist. Ja. Verdant Dust, okay, das ist also auch nur. Das können wir uns mit den Kisten besser machen. Das kostet uns nämlich dann eigentlich nichts. Was anderes haben wir gerade nicht da, was wir so entbehren könnten. Weil eine von den Energy Conduits ist ja nicht so dramatisch. So. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ah, verdammt. Da müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen warten, bis wir noch ein bisschen Holz haben. Da hinten. Ne? Und ja, das wird es wohl eine Zeit lang dauern, bis ich genügend Holz habe, bis ich noch ein paar Kisten gecraftet habe, bis wir genügend Asche haben, um dann an der Stelle weiterzumachen. Deswegen, da kommt zwar jetzt wieder einiges raus, aber egal. Deswegen hätte ich gesagt, machen wir an der Stelle mal wieder Schluss. Ja, ich weiß, vielleicht nicht ganz so lang, wie ihr es gewohnt seid, aber kommt, das geht in Ordnung, oder? Ich denke, das geht in Ordnung. So, ja. Falls es euch gefallen hat, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben, ein Like, ein Plus 1. Wir gucken uns natürlich Equivalent Exchange natürlich noch weiter an, ist klar. Wird aber noch ein bisschen dauern, wie gesagt, bis wir genügend Material haben, um uns ein Buch zu bauen, weil das Buch ist das Wichtige dran. So, komm, packen wir hier nochmal einmal Kohle rein und die 8 Kisten rein. So, und dann kriegen wir nochmal 8 von den Dusts, aber wir brauchen natürlich noch deutlich mehr. Deswegen dauert halt noch ein bisschen. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.